Hey Clasher, Clankingsliga steht an. Ich bin mit 4 Counts mit dabei. Das bedeutet 4 Angriffe, 4-mal Planung, unter anderem mit wieder coolen Angriffen, mit 10 Heilern, Blitzzaubern, Superhex und viel mehr. Aber wir starten mit dem ersten Plan und mit dem ersten Angriff. Und Superhexen sind auch in der Tat die erste Strategie, die wir spielen werden. Denn bei diesem Dorf, das erste, was mir ins Auge springt, sind einfach diese Bereiche hier, wo man so viel wegblitzen kann. Und ich würde sagen, genau das versuchen wir hier auszunutzen. Das heißt, da beide Seiten größtenteils symmetrisch sind, gehen wir das Ganze einfach mal komplett logisch an. Und das bedeutet, wenn wir auf der rechten Seite wegblitzen, heißt das hier Kanone, X-Bogen, Schallkatapult und den Wutturm. Nun ja, dann haben wir auf der rechten Seite einen komplett ausgebauten X-Bogen, auf der linken Seite nicht. Das heißt, ich blitze natürlich den komplett ausgebauten X-Bogen raus. Das heißt, hier Blitzzauber, Wächterwalk, ab mit dazu. Und dann werden wir hier oben den König spielen. Hier nochmal die Belagmaschine, also das Katapult. Und ich werde versuchen, mit meinen Superhexen hier oben reinzugehen, mit einem Sprungzauber Richtung Rathaus zu kommen und am Ende 3 Sterne zu holen. Wir gehen rein und ich hoffe, dass es funktioniert. Da bin ich auch schon drin, denn wir müssen uns natürlich beeilen. Wie immer mache ich meinen Angriff auf den letzten Drücker. Und das heißt, der gewisse Zeitdruck ist auf jeden Fall mit dabei. Richtige Belagmaschine, wunderbar. Bodenwächter, umso besser. Wir starten allerdings, da wir hier keinen großartig langen Wächterwalk spielen werden, starte ich auf jeden Fall mit der Belagmaschine. Ausrüstungstechnisch haben wir hier komplett wieder normal. Natürlich die Wutaura bei Smash-Angriffen mit am Start. Aber Start tun wir jetzt hier auf der linken Seite, wie bereits gesagt. Einmal kurz vorgeschaut, ob irgendwelche bösen Tester sich in dieser Ecke befinden. Tun sie nicht. Als nächstes Blitzzauber hier mit dazu. Ich hoffe, ich treffe immer alles. So. Kurz mit dabei. Perfekt. Jetzt hier den Wächter mit dazu. Test. Heiler. Sehr schön. Wo geht mein Flinger hin? Der Flinger geht zuerst auf die Kanone und sollte dann zum Minenwerfer gehen. Nicht ganz perfekt platziert von mir, denn da können natürlich die Könige die Reichweite mit einem kleinen Strich durch Rechnung machen. Jetzt müssen wir kurz gucken, dass das Ganze gut miteinander harmoniert. Heiler wird sogar angegriffen. Das ist gar nicht so gut. Kanone ist weg. Jetzt den Yeti mit dazu. Und das heißt für uns, sobald oben der Wächter weg ist, gehen wir natürlich hier direkt rein mit den Superhexen. Wächter in der Tat ist gleich weg. Können wir jetzt mit den Superhexen schon mal anfangen. Königin, nächste Superhexe. Eisgolem, Mini-Wächter, Headhunter, alles mit am Start. Und jetzt hier oben den König mit dazu. Der soll, wenn alles gut funktioniert, Richtung meinem Smash oben laufen. Das zumindest habe ich mir hier so vorgestellt. Links sind meine Yetis bereits draußen, aber die sind ja an sich auch nur dafür da, um diese linke Seite komplett rauszubekommen. Jetzt hier ein paar Testballons mit dazu. König läuft bisher gut. Ich zünde mal lieber, um hier wirklich sicherstellen zu können, dass er mir auch alles hier reindrückt. Und hier den Sprungzauber. Perfekt, genauso will man sehen. Das ist Elektro-Klamuk. Ich weiß nicht genau, was da losgeht oder abgeht, aber nehme ich so mit. Wutzauber können wir jetzt hier mit dazusetzen. Wächterfähigkeit haben wir auch immer noch. Das heißt, da können wir auf jeden Fall noch auf einiges hoffen an Power. Rechte Seite, weiß noch nicht genau, ob sich dort Daltorin. Ich meine, wir haben ein paar Unterstützungszauber mit dabei, aber das wird auf jeden Fall nichts Einfaches, da durchzuhauen. Wächterfähigkeit jetzt hier. Und meine Truppen müssen auf jeden Fall früher oder später mal Richtung Rathaus. Denn Leute, da ist doch hier, da ist doch der Spaß am Start. Nicht da oben, was ihr da macht hier. Naja gut, Gleiterhohen Start, denn ansonsten könnte Zeit auf jeden Fall ein kritisches Problem für uns sein. Frostzauber, Headhunter, Königin jetzt eigentlich die Fähigkeit. Und hinten raus wird jetzt allerdings nochmal, der Wächter ist schon mal weg. Und das wird jetzt hinten raus, glaube ich, nochmal richtig, richtig brenzlig. Mit den ganzen neuen Verteidigungen hier. Rote Minen sind auch dabei. Und Leute, ich glaube, das sieht nicht gut aus für meinen ersten Angriff hier. Oh no, hinterm Rathaus der Mono. Und damit haben wir sich auch schon bereits die größte Schwäche an Superhexen aufgedeckt. Das sind am Ende eben diese Monolithen. Und die sind arg, arg nervig. Mal hier kurz schauen, der hat schon Fähigkeit. Vielleicht ein Unsichtbarkeitszauber mit dazu, dass sie ein bisschen länger überlebt. Aber ansonsten wird es das hier größtenteils gewesen sein. Nicht der beste Angriff, den ich erhofft habe. Aber wir haben noch einige Angriffe zu tun, die wir auf jeden Fall dann hoffentlich besser ausführen können. Am Ende, das doofe Ding hier, das bleibt ein bisschen zu lange stehen. Und damit nicht ganz gereicht, aber dennoch solide Prozente. Und ich würde sagen, wir schwingen uns direkt in den nächsten Angriff und gucken, was ich denn jetzt dort dann so machen werde. Der nächste soll jetzt auf die gegnerische Nummer 3 gehen. Und dort habe ich mir was Schönes überlegt. Und zwar gehen wir wieder zurück zu unserer Sicherheitsstrategie Nummer 1. Und das ist natürlich
mit den Wurzelkriegerinnen. Das heißt, wir starten hier mit der Königin. Ich möchte, dass sie schlussendlich so was in der Art läuft, also komplett einmal an allem vorbei. Hier werden wir auf jeden Fall einen Mauerbrecher brauchen, um halt eben weiter Richtung, ja, Richtung Süden, also Richtung unteren Bereich des Dorfes zu gehen. Währenddessen werden wir mit Babydrachen natürlich dafür sorgen, dass meine Königin auch wirklich dort reingeht. Ein weiterer Babydrachen wird hier oben genutzt werden, um am Ende dann meine ganzen Truppen hier reinzudrücken. Und das heißt, die Wurzelkriegerin plus König sollen am Ende Richtung Rathaus enden. Ob das Ganze klappt, ich bin gespannt, denn wir gehen rein und hoffen auf 3. Die Belagerungsmaschine, falls euch wundert, wo die hinkommt, die werden wir als Bohrer ins Zentrum reinspielen, sobald die ganzen Verteidigungen davor weggenommen wurden. Das ist zumindest so meine kleine Hoffnung. Wir starten das Ganze auch auf der unteren Seite, weil die Clanburg hier einen kleinen Ticken näher dran ist. Das heißt, sie sollte früher rauskommen und so am Ende ist leichter für uns machen, Richtung Clanburg rauslocken gehen. So, ansonsten haben wir alles mit dabei, würde ich behaupten. Wir starten also absolut wieder standardtechnisch hier mit dabei. Hier nutze ich ganz gerne die Heilaura, allgemein Heilaura und auch die Wutaura bei einfach den Wurzelgierern. Beides klappt unfassbar, unfassbar gut. Und hier möchte ich nicht unbedingt lange mit meiner Königin rumdödeln oder ähnliches. Das heißt, ich möchte wirklich schleunig schwuppdiwupp hier rein in die Base. Und da ist häufig einfach, ja, so eine simple Variante dann wesentlich effektiver, finde ich. Denn bei der Heilaura hat man einfach mehr Power, meiner Meinung nach. So, jetzt hier nochmal kurz Magier mit dazu. Königin sollte hoffentlich weiterhin reinlaufen. So zumindest die Hoffnung. Hier können wir schon mal ein Babydrachen auch mit dazu setzen. Clanburg, ich habe was gehört. Clanburg kommt ein bisschen raus. Check gerade setzen. So. Dann schauen, dass wir gleich natürlich auch den Mauerbrecher hinbekommen. Das wäre natürlich auch schon mal gar nicht so verkehrt. Einmal hier ein Frostzauber, das ist mir noch ein bisschen zu beschaden. Mauerbrecher. Der läuft jetzt aber komplett gar nicht so hin. Ich hätte ihn vielleicht noch weiter von unten setzen müssen. Das ist jetzt auf jeden Fall ein kleines, größeres Problem. Was ist jetzt hier am Ende der Plan? Ändern wir den Plan oder nicht? Ich müsste auch demnächst anfangen. Nee, ich glaube, wir ändern den Plan nicht. Das heißt, König nach hier oben, ganz normal. Bisschen mit Sneaky Goblins helfen. Wurzelkriegerinnen hier mit dazu. Sowas in der Art, wunderbar. Mini-Wächter natürlich mit dabei. Und dann werden wir aber hier gleich den wunderschönen Bohrer reinschicken. Aber ansonsten sieht das Ganze auch immer noch gar nicht so verkehrt aus. Nur mit der Königin ist halt ein bisschen ärgerlich. Wutzauber hier mit dazu. Vielleicht macht sie... Hoppala. Vielleicht macht sie da trotzdem gute Sachen. Headhunter für die gegnerische Gladiatorin mit dazu. Und dann können wir auf jeden Fall auch gleich schon die Heilaura nutzen. Denn ihr wollt immer erst ein bisschen warten, bis eure Truppen ein bisschen Schaden abbekommen. Denn erst dann lohnt sich ja die Heilaura, denn ihr wollt ja die Unbesiegbarkeit plus die Heilaura kombinieren. Und genau das tun wir jetzt hier gerade. Außer natürlich mit Aufräumtruppen mit dazu. Wir haben noch jede Menge Ballons. Brauchen wir aktuell erstmal gerade gar nicht. Das heißt hier die Frostzauber mit dazu. König haben wir noch außen mit am Start. Die Blasmaschine ist unten. Oder in der Mitte, ja gesagt, nur mit am Start. Die können wir dann mit dem Wutzauber hier versehen. Nächster Frostzauber mit dazu. Außen hier gleich den Skelettzauber mit dazu. Und damit haben wir hier auf jeden Fall uns die nächsten 3 Sterne verdient. Oder die ersten 3 Sterne eher gesagt. Verdient. Wunderbar hier für uns, Königin. Ja, ist immer stecken geblieben, aber hat am Ende ihren Job auf jeden Fall getan. Gladiatorenfähigkeit haben wir auch gleich noch. König ist immer noch am Arbeiten. Königin geht auf die nächste Mauer. Wir kennen sie. Ja, wir kennen die Königin, ja. Das ist also ganz normal. Wer sich jetzt übrigens wundert, warum ich nicht den Phönix benutze, ganz einfache Begründung, der baut bei mir gerade aus. Also, so wie einige es immer denken, dass ich auf jedem Account wirklich alles komplett 24 Stunden, 7, alles durchjamme, das wäre ein bisschen sehr teuer. Von daher, der baut gerade aus. Und deswegen haben wir hier Frosty plus Digi als Kombination mit. Es gibt allgemein viele Kombinationen, die man an Begleitern hier auf jeden Fall spielen kann. Und die, die wir jetzt hier genutzt haben, klappen auf jeden Fall auch wunderbar. Wir gehen weiter zum nächsten Angriff, denn 2 Angriffe haben wir ja noch. Mit dem nächsten Angriff gehen wir auf die gegnerische Nummer 7. Und hier möchten wir natürlich die 10 Blitz oder die 10 Heiler mit den 6 Blitzen mal ein bisschen ausnutzen. Was genau habe ich hier vor? Als erstes, wir möchten ganz gerne hier das wegblitzen. Ich möchte mit meiner Königin hier reinlaufen, in das Dorf rein an sich, also wirklich ins Zentrum rein. Parallel dazu haben wir den Wächter auf der rechten Seite. Der Adler ist immer eine super hohe Priorität. Dadurch, dass er einfach von der Truppenkapazität den sehr, sehr früh aktiviert, wollte ich natürlich auch früh raus haben. Und dann werden wir den König separat hier reinspielen. Parallel zu dem Ganzen werden wir die Blasmaschine als Katapult oben hier für den Bereich benutzen. Und dann kommt die Gladiatoren später zu dem Wächter mit dazu, um hier den Monolith rauszubekommen. Das heißt, ihr seht, es sind viele Pfeile, die parallel miteinander verwoben sind. Und genauso soll es ja sein. Bisschen zu kompliziert, aber cool zum Anschauen. Das ist zumindest jetzt hier die Devise. Und wir gucken natürlich jetzt, ob das Ganze auch nur irgendeine Chance an Erfolg hat.
Und da sind wir auch schon direkt drinnen. Aura oder allgemein ausrüstungstechnisch König, wieder klassisch, finde ich meiner Meinung nach. Königin auch normal. Wutaura beim Wächter, da wir eben einen Wächterwalk spielen. Und Gladiatoren eben das, was man machen kann. Wir starten auch mit dem Wächter, weil der soll schnellstmöglich hier diesen Adler rausbekommen. Dann mit dem Katapult oben, dann mit dem Blitzen und dann erst mit der Königin. Die kann sich ruhig ein bisschen Zeit lassen. Ich glaube, das sollte am Ende kein Problem sein. Also, starten wir das Ganze. Das heißt, Wächter hier auf der rechten Seite. Testballon. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Oben zwei Ballons, um die Minenwerfer rauszubekommen. Natürlich das Katapult hier mitgenommen. Natürlich einmal kurz mit dem Barbaren kurz geschaut. Keine Bodenfallen. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Jetzt die Blitzzauber, so dass das Rados am besten nicht aktiviert wird. Schau, wie ich das hinbekomme. So. Tibi-Tobi. Sehr schön. Das heißt, danach gehen wir natürlich hier das Ganze an. Könige können wir inzwischen einfach mal in aller Ruhe setzen. Und jetzt wird demnächst auch wahrscheinlich der Adler aktiv sein. Und ich hoffe, dass mein Wächter hier auf jeden Fall schnellstmöglich am Ende damit dafür sorgt, dass hier am Ende alles richtig läuft. So, Königin muss natürlich jetzt reinlaufen. Das habe ich ein kleines Problem. Und mit kleiner meine ich sehr, sehr gigantisch groß. Hutzauber. Bosszauber. Ich möchte meine Königin und auch die Fähigkeit aktuell noch nicht verlieren. Wächter hat den Adler oben raus. Aber jetzt wird es natürlich hier kritisch. Ein Wut habe ich noch. Und ich glaube, die müssen wir auch hier oben auf jeden Fall direkt benutzen. König können wir hier gleich auch benutzen. Machen wir direkt einfach alles rein. Mauerbrecher bei Küre und Co. Das geht natürlich hier auch gleich. Mauerbrecher. Der geht direkt auf die Mauer, wo wir es natürlich drauf haben möchten. Sehr, sehr schön. Und jetzt gehen wir hier mit der Gladiatorin mit dazu. Die Eisgolems gehen hier mit dabei. Kein Problem. Jetzt müssen wir gleich schauen, dass wir alles parallel einigermaßen hinbekommen. Dass die Eisgolems nicht alle zu meiner Königin gegangen sind, heißt aktuell ein kleines Desaster, bin ich ehrlich. Aber kriegen wir schon hin. So, Fuchs wird leider hart angegriffen, aber ist ja okay. Wir haben noch die Gladiatorenfähigkeit. Können wir jetzt benutzen. König gezündet. Der Eisgolem ist natürlich jetzt sehr, sehr belastend. Ich glaube, wir müssen den König einmal unsichtbar machen hier. Schwuppdiwupp, dass er aufs Rathaus wirklich drauf geht. Denn das Rathaus muss jetzt hier am besten fallen. Schon Magier mit dabei. Hier oben können wir auch Ballon plus zwei Magier machen. Rathaus sollte fallen. Gladiatorenfähigkeit verlieren wir jetzt hier. Aber der König sollte doch hier links an sich alles hinbekommen mit seiner Unbesiegbarfähigkeit. Headhunter, da ich natürlich fachmännisch bin, habe ich vier Headhunter mitgenommen. Alle für den König. Der muss jetzt aber so richtig leiden. Keine Ahnung, warum ich die Dinger nicht früher spiele. Aber hey, am Ende sollte das Ganze kein Problem sein, hoffe ich doch mal. Und wir gönnen uns die drei Sterne. Let's go! Diese Strategie, also solche Angriffe machen einfach so, so sehr Bock. Es ist einfach dafür, alleine dafür liebe ich bereits gerade auf 16, dass sowas wieder möglich ist. Einfach nur geil. Aber das war noch nicht mal der letzte Angriff, denn Super Bowler sind ja an sich erstmal gar nicht schlecht. Aber wie benutzt man sie jetzt eigentlich am besten? Und ist das mit Rückrufzauber noch möglich? Und mit 3 Sternen würden wir auf 42 Sterne hier kommen in diesem klaren Krieg, was sehr, sehr geil wäre. Und natürlich zeige ich auch gleich euch ganz kurz die aktuelle Gruppierung, wer wo punktetechnisch bei uns in der Gruppe in der Klangliga ist. Das hier ist das Dorf. Ich könnte jetzt einfach vieles wegschmeißen, wenn ich ehrlich bin, denn wir gehen ein gewisses Risiko ein. Auf Rados 15 habe ich immer sehr, sehr gerne versucht, meine Königin hier reinzubekommen, also eine Art Queen Charge zu spielen für ungefähr diesen Bereich. Das war ungefähr das Ziel. Sowas in der Art wollte ich mit meiner Königin rausbekommen. Dann habe ich die einfach zurückgerufen. Wir haben hier unten dann nochmal gestartet und sind mit Super Bowler und Co. hier reingelaufen. Dann habe ich einen Lock Launcher gespielt, der einmal ab durchs Zentrum ging, bis hin zum Rathaus. Das Rathaus selber wurde heute häufig nicht geöffnet, aber dafür haben wir den Sprungzauber ja mit dabei. Das heißt, der Sprungzauber war ungefähr hier sowas in dem Dreh. Man musste aufpassen, dass die Truppen nicht rauslaufen, das heißt hier vor allem natürlich. Aber ansonsten war es immer ein Angriff, der auf Rathaus 15 sehr, sehr gut funktioniert hat. Klappt das Ganze jetzt auch auf Rathaus 16 oder fehlt den Bowlern wirklich das neue Level? Lass uns das Ganze ausprobieren und gucken, dass am Ende nicht hinten ein Sternangriff dastehen. Wäre ein bisschen ärgerlich. Geht es in die Hose oder nicht? Ich bin sehr gespannt. Natürlich richtig Blasmaschine auswählen, Bodenwächter. Wichtig hierbei natürlich sind jetzt die Ausrüstungen. Nicht beim König, wie bereits gesagt, da gehe ich an sich fast immer die gleiche Option. Einfach aufgrund dessen, dass ich bisher nichts anderes dort gelevelt habe, großartig. Aber beim Wächter ist das jetzt ganz, ganz entscheidend. Wir benutzen hier die Lebensaura. Wichtig denn dabei ist, wir wollen keinen Mini-Wächter mit dabei haben. Und wir brauchen einfach diese Bonus-Trefferpunkte. Ansonsten haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Das heißt, als erstes einmal kurz auf beiden Seiten geschaut, dass wir natürlich die Königin richtig lenken können. Mauerbrecher einmal hier schwuppdiwupp rein. Und natürlich dann gleich mit Testballons und 1, 2, 3, 4 Heilern. Dazu, was sehr, sehr gerne bei solchen Dörfern genutzt wird, sind Trolltesten. Mal kurz geguckt.
Keine Trolltests sind hier. Das ist schon mal eine gute Neuigkeit für uns. Sonst hätten wir da Ballons oder sowas opfern müssen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Jetzt natürlich die nächste Hoffnung, die sich hier noch auftut, ist, ganz richtig, wir wollen natürlich den X-Bogen rausbekommen. Und das wäre jetzt hier ganz, ganz super doll. Das ist wichtig, dass mein König richtig läuft. Das tut sie. Vielleicht können wir so noch den Wutturm auslösen. Das würde dann natürlich absolut alles übertreffen. Machen wir das? Genau so ist es. Das ist jetzt hier Rückrufzauber. Und damit geht es einmal nach hier unten. So. Heiler. Wo ist der letzte Heiler? Da ist er. Würde ich hier mit dazu, Headhunter, alles mit dabei. Dann haben wir natürlich hier gleich den König, der ein bisschen außenrum läuft. Titanin, Super Bowler und alles schwuppdiwupp. Mauerbrecher hier hin. Dann natürlich auch gleich den Lock Launcher. Einmal ab durch die Mitte und Abfahrt. Testballons, damit sich hier keine böse Überraschung für uns vorhanden oder durchschleichen. Maya hier für den. Das eine Gebäude. Yeti hat auch schon mal das meiste weggenommen. Und jetzt ganz, ganz wichtig, kein Wutzer. Wir müssen dem Locklauncher die Zeit geben, hier die Mauern aufzumachen. Ansonsten zischt uns alles weg. Dem Locklauncher, wir müssen ihm die Zeit geben. Und das ist jetzt hier gerade super, super wichtig. Vor allem, ihr seht, die Super Bowler sind so viel mehr tanky, als wenn man jetzt hier die Wutaura oder sowas benutzt hätte. Also das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied. Sprungzauber brauchen wir bisher erstmal nicht. Es geht sogar bis zum Rathaus hinauf, was natürlich absolut geisteskrank gut für uns ist. König läuft jetzt leicht ein bisschen raus. Ich hoffe, dass er gleich wieder zurückkommt. Und dann gibt es gleich den nächsten Wut. Und natürlich im Zentrum, oder Wächterfähigkeit jetzt hier auch. Königin läuft auch komplett in die Walachei. Wir springen die einfach mal hier wieder gleich zurück, dass sie zurück ins Geschehen kommt. Gladiatoren außen mit dazu zum König. Frostzauber einfach schwuppidiwupp hier mal mit oben mit dabei. Und dann würde ich behaupten, haben wir uns hier das Ganze auch wieder mit 3 Sternen verdient. Und ihr seht, das Ganze klappt auf Rathaus 16, hier auf Rathaus 15 mit diesem Ansatz gegen diese Dörfer. Auch wenn die Königin sich am Ende dachte, Leute, den Sprungzauber, der gehört mir. Und deswegen läuft sie nachher aus, einfach in diesen kleinen Bereich, haben noch alles am Ende schnell gesetzt und damit uns 3 Sterne gegönnt. Das natürlich jetzt sehr, sehr wunderbar. Die weiteren Erze werden eingestrudelt. Und damit gewinnen wir den Clanky 42-27. Und schaut euch das mal an. Auf dem ersten Platz. Mit 10 Sternen Absprung. Vorsprung. Was ist das? Wieso? Hör auf, Spiel, das zu schließen. Hör auf damit. So. Das heißt, unser nächster Gegner wird auf jeden Fall der Nummer 3 Clan sein. Das ist jetzt für uns die nächste Begegnung. Da bin ich besonders gespannt, wie der läuft. Der wird heute auch auf dem englischen Kanal hochgeladen. Falls ihr Bock habt, dort davon die Angriffe noch zu sehen. Ansonsten natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder rein. Und natürlich, tschüss.